Hier geht's weiter mit Harvest Moon Back to Nature. Neben mir sitzt die Mio. Hallöchen. Und neben mir der Ostra. Wir, ja, das sagt man. Wir haben die Weihnachtsfeiertage in-game schon mal rumgekriegt. Das ist nicht schlecht. Und wir schauen mal, was passiert. Es sind nur noch schöne Wettertage angeblich. Ja, irgendwie haben wir gedacht, kürzen wir die Harvest Moon Woche auf Normallänge, indem ein paar Stürme passieren. Aber wie ich dem Ostra sagte, glaube ich, bei unserem Glück, Pech, passiert das nicht. Ja, und jetzt müssen wir uns leider, ich weiß, ich habe es selber gemerkt in den letzten Folgen, es ist ein bisschen, es zieht sich ein bisschen. Gut, das hat halt der Winter in Harvest Moon an sich, das hat halt eine Laufzeit von 3 Jahren an sich, dass man irgendwie, man hat das Gefühl, man hat über alles schon 3-mal gesprochen. Genau. Und deswegen, oh, das ging immer fix, Alter. Einen Tag hat er gebraucht? 3. Ja, aber er war ja nur einen Tag wirklich da, das andere waren Feiertage und keine Ahnung, Snuff. Erzähl trotzdem, sag ich. Ja, okay. Man hat irgendwie schon über alles gesprochen und wir haben über so viele Dinge und schon Gedanken gemacht und zu geäußert und man hat immer das Gefühl, irgendwie man wird nicht fertig. Und setz mal wieder Bobby rein. Ja, oder man hat schon alles gesagt und uns ist aufgefallen. Oder was heißt, uns ist aufgefallen? Wir haben eigentlich wirklich gar nichts mehr, über was wir reden können. Wir nehmen uns ja eine Folge vor, ja. In dem wir mal so ein bisschen über Harvest Moon referieren werden, wo wir mal ein bisschen über die vielleicht Highlights von Harvest Moon sprechen werden, unsere persönlichen Highlights. Und heute sprechen wir einfach mal random, mehr oder weniger random, über das, was im Moment auf dem Kanal passiert. Und auf das, worauf ihr euch freuen könnt, wenn der Kanal oder wenn Harvest Moon rum ist und Mio und ich dann halt was anderes machen. Wie uns ist aufgefallen, es haben nicht so viele Leute mitgemacht abzustimmen. Nee, sonst waren es immer so circa, ich weiß nicht, so 30 40, bis 40 50 Mann, ja. Stimmen für die ganzen Votes. Es sind jetzt noch knapp 20. Und ja, es haben wenig Leute abgestimmt, was jetzt als nächstes kommen soll nach Harvest Moon. Ihr habt immer noch die Chance abzustimmen, also der Link ist immer noch in der Videobeschreibung, wer sich vielleicht noch nicht getraut hat, abzustimmen, der kann das gerne machen. Ich weiß, und das habe ich letztes Mal auch, das habe ich letztes Mal auch bei Pokémon gesagt, und das sage ich euch hier genauso, und das habe ich letztes Mal auch hier schon gesagt bei Harvest Moon, komischerweise, wenn ihr uns als Duo mögt, dann lasst euch einfach auf was Neues ein und schaut, ob euch das gefällt oder nicht. Und stimmt einfach mit ab und sagt nicht, ah, kein Harvest Moon, kein Harvest Moon ohne mich, scheiße. Aber ihr seid cool. Wenn wir cool sind, dann sind wir auch in einem anderen Game cool. Und so, fertig. Das soll nicht game-spezifisch sein. Das ist zumindest unsere Hoffnung. Wenn es nur am Game liegt, fänden wir beide das extrem schade. Und aber dann ist es so und dann müssen wir das auch akzeptieren. Und deswegen sprechen wir heute mal ein bisschen darüber, was passiert, wenn das Voting so bleibt. Denn im Moment ist der Favorit Hauptsache ihr zwei, egal was. Genau. Das ist ja eigentlich schon mal genau das, was ich gerade gesagt habe. Und das ist eigentlich genau was mich freut, dass ihr einfach uns beide als Duo sehen wollt. Oder aber die Abstimmung war nicht genügend. Und es blieb nur das Einzige, was man dachte, das könnte ich aber nehmen, ja. Ist nur noch das. Naja. Ist ja nicht so schlimm, aber wir sprechen auf jeden Fall darüber, worüber wir uns schon mal Gedanken gemacht haben, welche Spiele eventuell kommen könnten. Genau. Und worauf wir Bock haben. Genau. Wenn ihr natürlich jetzt sagt, und das ist natürlich jetzt auch eure Möglichkeit, wir werden, weil wir vorhaben, Stardew Valley zu machen und das sehr stark an Harvest Moon anlädt, besser gesagt, es ist ein Harvest Moon, es heißt nur nicht Harvest Moon und es ist ein Multiplayer Harvest Moon, was auch sehr witzig wird. Yay, weil endlich kann die Mio auch mal was tun. Genau, da werden wir dann zu zweit Harvest Moon spielen und das wird auch relativ, was heißt relativ, das wird richtig cool werden. Man kann heiraten, man kann farmen, man kann, ne, man hat seine Hütten, man hat seine, was auch Tiere, immer, man kann man fischen. Ja, man kann in die Mine gehen, man kann in die Mine gehen, genau. Jeden Tag Blumen gießen und Holz hacken und da freuen wir uns extrem drauf. Deswegen, wenn ihr Vorschläge macht,
dann bitte, und das habe ich letztes Mal auch gesagt, sagt nicht wieder irgendein Harvest Moon Teil, weil wir werden es nicht schaffen, bis Stardew Valley kommt, erstens irgendein Harvest Moon Teil fertig zu kriegen. Das ist unmöglich. Wir haben für diesen hier 3 Jahre gebraucht und für etwas wie, ich sag jetzt nur mal random, meine Tierparade, wo einfach ein Tag 40 Minuten dauert, das werden wir auch nicht schaffen und schneller schaffen. Außerdem ist dafür immer noch Rune Factory da. Richtig. Und wenn es, wenn Ustra sagen würde, er will nochmal einen Harvest Moon machen, bin ich auch nicht dabei, weil, ganz ehrlich, ein Harvest Moon reicht. Und da Stardew Valley sowieso kommt und ich da endlich auch mal was tun kann, ja, was mich sehr freut, es ist ein Harvest Moon. Es ist ein Harvest Moon, Punkt. Ja. Also brauch nicht noch mehr Harvest Moon und ähnliches Harvest Moon auf den Channel drauf. Weil das ist da und das kommt auch wieder. Es ist da, genau. Und wir müssen jetzt nur die Zeit überbrücken, deswegen, wenn ihr was denkt, was lustig ist zu zweit, das muss kein Koop-Spiel sein. Ihr kennt das ja, wir können einfach nur quatschen und uns abwechseln bei manchen Games. Dann, ja, sagt einfach Bescheid, wir würden uns freuen. Unsere Ideen erfahrt ihr im Laufe dieser Folge und vielleicht auch jetzt schon gleich, eventuell mit der ersten Idee von mir. Ich habe ja immer noch die Idee, ich bin ein Riesenfan von Contagion. Ja. Und meine Idee ist da, wir hatten eigentlich mal vor, komplette Kampagnen zu spielen. Mhm. Ist bisher noch nicht aufgetreten, deswegen weiß ich nicht, ob es klappt, ob wir es machen. Wie gesagt, ist nur ein Vielleicht mit den Spielen. Ja. Aber da würde mich wenigstens interessieren, wenn wir mal eine Kampagne davon spielen würden. Fertig kriegen würden. Wir haben ja schon mal eine Kampagne gespielt. Aber leider gescheitert. Nee, eine Kampagne haben wir auch geschafft. Echt? Da muss ich nachgucken. Aber wie auch immer. Das Polizeirevier, das haben wir geschafft. Nach 4 Versuchen. Mhm. Ich meine eben nicht. Doch. Achso, ja, aber so, aber ohne Aufnahme. Ja, genau. So, und da würde es mich einfach freuen, wenn wir da eine Kampagne machen. Eine, aber nicht nochmal dieselbe natürlich, versteht sich. Und diese dann auch zu Ende bringen können mit Erfolg. Genau. Das fände ich auch witzig. Also, klar, solche Sachen, das schlägt jetzt so ein bisschen in Zombie-Survival, Left 4 Dead ist sowas in die Richtung, kann man sagen. Nee, finde ich aber nicht. Ja, aber damit man sich das ungefähr vorstellen kann, für Leute, die das gar nicht kennen und dem der Titel nicht sagt, kann man das schon sagen. Es ist Left 4 Dead ähnlich, sieht man besser aus, ist viel mehr Spielspaß. Und schwieriger. Und schwieriger, genau. Schaut euch einfach im Internet an. Oder auf dem Kanal. Oder schick sie nicht weg. Wir haben Sachen vom... Stimmt, wir haben ja Contagion schon mal gezeigt. Aber da sah es noch nicht so gut aus. Ja, was auch immer wieder... Was ich eigentlich auch mal... Und das ist komisch, dass ich das sage. Und ich gucke im Moment wieder viel selber YouTube. Ja, und jetzt denkt ihr, oh ja, cool, der guckt auch. Nein, ich gucke nichts, was mit deutscher Sprachausgabe ist. Ich gucke ausschließlich englische, amerikanische oder auch irische oder auch... weiß ich nicht, portugiesische. Internationale. Ich gucke eher internationale Gaming-Channel, auf Englisch natürlich. Und da habe ich letztes Mal gesehen Terraria. Und ich habe mich mit dem Spiel Terraria eigentlich nicht so viel auseinandergesetzt. Ja. Aber ich denke mal, wenn man sich da ein Ziel setzt und nicht sagt, ich spiele Terraria auf ewig, sondern man sagt wirklich, ich will da einfach nur die Bosse zeigen oder die Bosse machen und sowas. Ich denke, das ist dann auch ganz witzig und ich glaube, das wird dir auch gefallen. Ja, mir hat das super gefallen, weil ich habe ja ein bisschen, wenn ich nicht gerade einschlafe, weil du guckst es ja immer sehr spät, dann habe ich mal ein bisschen zugeguckt und ich fand das auch super. Mir hat es sogar tatsächlich mehr gefallen. Starbound haben wir ja schon gezeigt auf dem Channel. Ja. Und mir hat es tatsächlich besser gefallen als Starbound mittlerweile. Warum auch immer, ich kann es gar nicht so genau erklären und deswegen auch da... je nachdem, Bosse zeigen oder, keine Ahnung, bestimmte Sachen zu zeigen, wäre da schon sehr drin. Ich habe einen Aspekt. Also ein Aspekt, der für Starbound spricht, ist, du hast natürlich verschiedene Planeten und hast dann schneller Wechsel zwischen den Biomen und so. Das finde ich da besser. Bei Terraria ist es aber besser, du brauchst nicht, ich sag jetzt mal, so lange und ellenlang, um... endlich mal anfangen zu können zu spielen, weil ich finde, bei Starbound ist es ein unglaublich langes Geplänkel von, ich sag jetzt mal, ja, Tutorial. Andererseits finde ich halt, bei Starbound ist es so, da kann ich doch was zu sagen, wo du das gerade ansprichst, mit dem Fuel sammeln und so, also, ne? Treibstoff sammeln. Das ist einfach extrem aufwendig. Und extrem viel brauchst du ja, um auf bestimmte Planeten zu kommen oder etwas weiter wegzukommen. Und trotzdem ist es so, du kannst zwar sehen, was für ein Biom das ist, auf das du fliegst, trotzdem weißt du nicht genau, ist es jetzt ein gutes Biom für dieses
ne, was du vorhast. Für was, für das, was du brauchst, ja, so, genau. So, und eventuell ist es halt nur ein Biom, es ist halt Schnee, aber es ist gar nicht das, was du brauchst. Ja, oder da findest du nicht das, was du in dem Schneegebiet eigentlich brauchst. Oder es ist zu hardcore, weil du dann stirbst wegen der Kälte. Oder du musst zum nächsten und dann musst du aber erstmal wieder dein ganzes, deinen Treibstoff sammeln und so. Und das finde ich ein bisschen hardcore und auch zu langweilig. Also das, ja, da, das finde ich nämlich auch. Da geht es nur darum, immer das Treibstoff zu, den Treibstoff zu sammeln und weiterzufliegen eigentlich. Du kommst nicht dazu, die ganze gesamten Biome mal anzuschauen. Ja, oder auch, du hast nicht, du hast, man hat, ich habe bei Starbound nie das Gefühl gehabt, das ist jetzt mein Heimatort, weil man einfach nur das Schiff als Heimatort benutzt, genau, und einfach immer nur weiterfliegt und alles irgendwie versucht, in das Schiff zu stopfen. Und das ist so ein bisschen schade. Und das ist, denke ich mal, der Nachteil daran. Deswegen finde ich auch, eine runde Terraria finde ich ganz geil. Geht so, ja nicht um ein elendig langes Leben. Nein, es geht ja so darum, wie wir es zum Beispiel bei Don't Starve gestern gemacht haben, einfach mal so, weiß ich nicht, 10 Folgen zu machen und dann sagen, cool, wir haben 3 Bosse geschafft und sind draufgegangen oder cool, wir wissen gar nicht, wie es weitergeht, aber es war lustig. So. Genau. Und ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Wir sind natürlich offen für alles. Das können auch ruhig Simulationen sein. Wir sagen nicht jetzt, oh, auf keinen Fall darf es irgendein Simulationsding sein, wovor wir natürlich zurückschrecken, und, aber auch, weil wir wissen, dass unser dieser Kanal nie so wirklich gefruchtet hat. Ihr braucht uns keine Vorschläge zu machen und wir werden auch diesen Vorschlag nicht selber machen. Minecraft. Dieser Kanal hat überhaupt nichts mit Minecraft zu tun. Und wir haben es ja probiert und wir haben überhaupt keine Fans dafür finden können. Und das ist auch nicht schlimm. Ich bin nicht traurig darüber. Gar nicht. Ja? Ich glaube, besser ein Ende zu finden, als zu versuchen, irgendwie Minecraft-Videos zu machen. Was ich natürlich auch cool fände, ist sowas wie Cube World, was mich natürlich ein bisschen enttäuscht hat. Das Game an sich, weil es da keine Updates kommt, aber wir haben es beide. Theoretisch kann man auch sagen, okay, wir können theoretisch kann man sagen, man guckt sich mal so einen Castle an, man macht mal so einen Quest zumindest. Und, ja. Dann ist auch Schluss. Es muss ja, wie gesagt, wir wollen ja nur so klar Kurzprojekte machen, bis Stardew Valley kommt. Genau. Und von daher passt das ganz gut. Ich komme, was wolle eigentlich, weil die Spiele nicht elendig lang geplant sind. Genau, die sind nicht elendig lang geplant. Und ich denke mal, auch da wieder so 10, 20 Folgen. Nagelt mich nicht auf Zahlen fest. Oder auch nur 12 oder eine andere krumme Zahl. Nenn doch einfach keine Zahl. Die kann man dann aushalten, ohne dass das Spiel langweilig wird. Und man kann sich das einfach mal angucken. Oder eventuell, weil es ja auch jetzt schon wieder ein bisschen älter ist, vielleicht auch für die Zuschauer da draußen, wo man sagt, oh ja, man könnte sich das ja mal wieder ein bisschen angucken. So, ja, weißt du so? Es gibt ja immer wieder Spiele und ich habe am Anfang gesagt, also auch komm, lass uns ein bisschen für die Pokémon-Nutzlocke-Challenge teasen. Ja, yeah, Pokémon, wie geil. Das sind auch so eine Sachen. Wenn ich lange kein Pokémon mehr gespielt habe, dann ist es immer so. Ich greife mir immer wieder mal ein Gameboy oder mein Nintendo DS, das heißt ja heute nicht mehr Gameboy, und fange wieder an, Pokémon zu spielen, einfach weil es cool was ist. Was ich eigentlich auch lustig finde, für so Leute, die Retro mögen oder so, sind, aber ich weiß nicht, ob man das spielen darf, so Sachen wie Kirby oder so, mal ein Level zu machen. Darfst du, klar. Darf ich? Ja. Okay. Auf jeden Fall finde ich das mega witzig, auch da mal so 5 Level oder so zu zeigen, weil ein Level ist immer, naja, ne, ist so lang braucht man dafür jetzt auch nicht. Ja. Aber so ein paar Levelchen halt zu machen und das zu zeigen, finde ich auch lustig als Abwechslung. Genauso wie so Sachen wie Super Mario oder sowas. Ja, es gibt halt Sachen, die machen Spaß. Das ist aber, es kommt immer drauf an, halt was und welches genau, aber ne, da so ein paar Levelchen kann man ja immer mal zeigen. Und halt auch so Sachen, die wir schon im Stream gezeigt haben, Battleblock Theater, fände ich noch ganz cool, ein paar Levelchen. Ja, das ist auch immer gut. Vor allen Dingen wird es ja auch immer schwerer, das ist ja nicht so, es bleibt einfach, sondern ich mag auch die Herausforderung darin, dass wir uns einfach zu blöd anstellen. Ja. Weil wir das gar nicht hinkriegen in der Zeit, die manchmal gegeben ist, weil die Level ja zeitmäßig auch, es gibt die in der Zeit, die man erreichen muss, oder wir kriegen nicht genügend davon, was man halt braucht. Egal, auf jeden Fall wäre das auch so ein Spiel, was ich cool fände. Auch ihr habt ja ganz viel gesagt, ja, Sims 2 oder überhaupt Sims. Ich finde, bei den Sims ist es extrem, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Man kann sich irgendwie nicht so, ich finde, man kann sich nicht so richtig ein Ziel setzen, und wenn, dann könnt ihr mir eins vorschlagen, was jetzt nicht irgendeinen Rahmen sprengen würde. Ja, ne? Wenn du dir Ziele setzt, dann ist es halt, du erlernst einen bestimmten Ruf, du kommst dahin, dass du einen bestimmten Beruf machen kannst, oder du machst einen dieser Erfolge, der höheren, die gesteckt sind,
Aber das ist ja auch so, man kann ja durch den Spielverlauf nie sagen, ob das jetzt in 20 Folgen geht, weil du extrem genau. Glück hast, oder ob das einfach 100 Folgen wird. Und deswegen habe ich vor sowas oder ein bisschen Angst. Oder du wirst der super tolle Star. Ich habe schon mal geschafft, ich weiß nicht, wenn es Folgen gewesen wären. Also in Stunden habe ich es geschafft, nach einem Tag ein 4-Sterne-Star zu sein. Also sagen wir in etwa 24 Stunden. Ein Tag oder was? Ja, genau. Okay. Ja, also 24 Stunden ist ein bisschen übertrieben, so lange spiele ich nicht. Nein, aber ja gut, aber du bist ein Tag. Das wäre realistisch. Weil ja. Du musst ja gucken. Genau. Du musst ja gucken, du, wenn du ein LP hast, dann machst du ja nicht alles auf Fast Forwarding, wo du dann ja sehr viel, sag ich mal, machst. Denke ich mal, wo du dann schneller machst und so, weil sonst kriegst du das ja auch nicht so schnell hin. Dann ich habe das nicht forwarded. Ich habe ganz normal gespielt. Dann ist aber es ich hatte voll unmöglich. Viel Glück. Nee, ist es nicht. Es war einfach so, dass ich in der Stadt, wo ich hingezogen bin, waren fast nur Stars. Na okay, dann passt du dich schnell an und sowas. Und dann war okay, das irgendwie ja. So, mein Nachbar war ein Star, der hat sich mit mir angefreundet, der hat das rumgesprochen, dass ich voll cool bin oder so. Und egal, auf jeden Fall war es so, das ging relativ schnell, dann einfach auch berühmt zu werden. Naja. Okay. Na das gut. War dann kein Hardcore-Ziel mehr. Ich hole nochmal ein paar Geschenke, wir gehen nochmal durch die Stadt. Du holst Geschenke? Ja, ich hole Geschenke. Wald. Aus dem Wald. Nee, ja, eben von zu Hause. ja, so, wollte schon sagen. Deswegen, das ist nur eine Sache, gut, das ist ja natürlich eine Sache, wo man auch sagen könnte, das hat man ja bei Sims 2 zum Beispiel gar nicht oder so. Was ich natürlich geil fände bei Sims 2, weil das ist eine der, finde ich, witzigsten Add-ons und ich finde es schade, dass es die gar nicht mehr so richtig gibt, ist das mit dem eigenen Laden aufmachen. Ja. Das ist super witzig und eventuell könnte man sich da dann ein bisschen mehr reinfinden, aber dann könnte man auch sagen, dann kann man auch gleich Racketeer spielen. Dann ist es genau dasselbe sozusagen, ne? Ja, aber da kannst du deinen eigenen Laden bauen. Ja, das stimmt. Und sagen, was du für Laden hast. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich weiß noch, unsere Kombi aus China-Imbiss und Mode-Shop. Erst hatten wir es getrennt, dann wollten wir es zusammenlegen. Nein. Nein, aber so, solche Sachen, da würde ich sagen, okay. Da kann man ein abgestecktes Ziel eventuell erreichen. Also, aber da, es heißt ja, wir machen ja sowieso, ich sag jetzt mal, verschiedene Spiele. Eventuell passt das rein und ihr habt ja immer die Chance, in den Kommentaren zu sagen, ja, das fände ich cool, das fände ich cool. Und dann können wir immer noch sagen, ja oder nein, oder aber nur, wenn wir das klein halten oder so. Weil, Ananas, verschenkt mal eine Ananas. Ja, wir können viele Sachen einfach nicht mehr in diesem riesen Rahmen planen, weil wir einfach extrem viel auch auf dem Kanal haben. Ist das Eiscreme? Nimm die Eiscreme mit. Das ist Eiscreme, ja. Auf jeden Fall. Dann nehmen wir noch irgendwas mit, was wir voll viel haben. Haben wir Fisch viel? Ja, kleine Fische haben wir viel. Kleine Fische, dann nehmen wir noch einen Fisch mit. Das reicht. Ja, solche Sachen sind, denke ich mal, ganz cool. Was wir ja auch schon gemacht haben, war, wie hieß es jetzt? Für, da haben wir ja so ein Special gemacht. Mickey und Donald, World of Illusion hieß das. Nicht Castle of Illusion, sondern World of Illusion. Das fand ich auch ganz witzig. Alakazam! Das fand ich witzig und es kommen vielleicht auch solche Games, kurze Spiele. Es werden eventuell so Multiplayer-One-Liner kommen. Es gab ja jetzt zum Beispiel. Du solltest nicht gucken. Das wäre eh das erste gewesen. Ich hab's nur direkt aus dem Rucksack geholt. Ja, ist mir egal. Das nächste holst du so aus dem Rucksack. Das Geilste, ich habe jetzt schon ein Highlight bei Mickey World of Illusion. Drücke bitte irgendeinen Knopf. Was soll ich tun? Ja. Und ich habe es einfach nicht gelesen. Da war ja, das taucht ja nur kurz auf. Ja. Press any key. Und dann, keine Ahnung, ich saß da nur. Ustra? Was soll ich jetzt tun? Du sollst einfach irgendeinen Knopf drücken. Wo stand das? Ja, gerade eben. Oh, okay. Irgendein Knopf? Ja, das ist manchmal nicht so einfach. Und, mit mir sowieso nicht. Nein, das meine ich nicht. Manchmal ist es nicht so einfach zu wissen, was man gerade zocken soll, was euch gefällt. Deswegen, ich denke mal, Hand in Hand werden wir das schon irgendwie schaffen, was Cooles zu finden für uns wir alle. Wir wollen deine Geschenke nicht. Guck dir das mal an. Nee, ich weiß. So, was kriegt die? Halben Fisch? Ja, die nein! Ich hol's doch sowieso raus, aber ich will's nur vorher sehen. Nein, will ich nicht. Juhu. Ich will die Überraschung. Juhu. Ich will nicht die Überraschung, okay. Wieso nicht? Weil du bist ein kleiner Kuckelock. Ja, ich will mich doch nicht jetzt hier bei den Dorfbewohnern blamieren. Ist es dein Ernst? Ich danke die Ostra. Ich dachte, das sei die Challenge, die du accepted hast jeden Tag. Ich habe keine Challenge accepted. Oh doch, spulen wir 2-3 Folgen zurück. Challenge accepted. Okay, und da war das nämlich. Dein Okay fürs Challenge accepted. Ja. Wow, toll, das gefällt mir sehr. Also der Bübü mag Ananas. Okay, und der mag Fisch.
Wem schenke ich denn jetzt das Eis? Dem nächsten, der mir über den Weg läuft? Ja. Das ist das Letzte, was ich in der Tasche habe. Wer läuft mir über den Weg? Ich hoffe, es ist nicht Rick. Ich hoffe, es ist nicht Mew. Mew gibt's aber gar nicht im Spiel. Was wäre denn noch sowas? Jetzt mal. Der ist dir nicht über den Weg gelaufen. Ja, aber ich bin hier reingelaufen. Ja, es war einfach das Erste, was da war. Ich dachte, dem Ersten... Na gut. Ja. Es hätte auch jemand anders im Laden sein können. Dann hätte ich den als Erstes gesehen. Das sind solche Spiele, die wir gerne machen würden. Ja. Es... Weiß ich nicht. Das sind ja schon einige Vorschläge. Das sind schon einige Vorschläge, ja. Das heißt Vorschläge. Es sind einige Ideen. Vorschläge machen wir ja gar nicht wirklich. Weil es wird ja einfach nur so im Voting abgestimmt. Ich würde mich aber freuen, wenn noch mehr voten. Wenn noch mehr voten, ja, dann könnte man ein bisschen mehr sehen, was so abgeht. Das heißt, wenn ihr euch wirklich nicht getraut habt und wenn ihr votet und ihr sagt, ah fuck, das geht gar nicht mit dem Voting, dann liegt das daran, dass ihr unten nicht den Haken setzt, weil ich bin kein Roboter. Das musste ich leider reintun. Ich bin kein Roboter. Mio darf deswegen nicht abstimmen. Da müsst ihr halt ein bisschen aufpassen. Warum ihr euch gefragt habt, warum das nicht funktioniert hat. Trotzdem hoffe ich, dass wir die letzten Folgen hier bei Harvest Moon noch Spaß haben werden. Wieso, dem hättest du das Eis schenken? Ja, ich wusste es ja nicht, dass wir den noch sehen. Ja. Ich wusste ja wirklich nicht. Dass wir hoffentlich noch viel Spaß haben in den nächsten Folgen, in den letzten Folgen von Harvest Moon. Dass wir einfach uns zusammen auf das nächste freuen. Oder? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.